Einheitserfahrung. Das Wort Yoga heißt wörtlich Einheit, Harmonie, Verbindung. Yoga will dich zur Erfahrung der Einheit führen. Das Ziel des Lebens ist es, zur Einheitserfahrung zu kommen. Mensch leidet darunter, wenn er getrennt ist. Mensch liebt es zwar, seine Einzigartigkeit zu betonen, Mensch liebt es auch, immer wieder Bewusstheit zu bekommen, seine Besonderheit. Mensch will besser sein als andere, aber zufrieden ist er damit nicht. Mit die schönste Erfahrung ist die Einheitserfahrung. Und glücklicherweise müssen Menschen nicht bis zur vollen Erleuchtung warten, bis sie eine Einheitserfahrung haben. Im Kleinen gibt es die immer wieder. Wenn du einen Menschen besonders liebst und ganz in dieser Liebe bist, ist eine Einheitserfahrung, wenn zwei Herzen miteinander verschmelzen. Diese Einheitserfahrung ist so großartig. Oder wenn Menschen gemeinsam auf ein Konzert gehen, von mir aus auch auf ein Fußballspiel, und dann diese Verbindung mit anderen spüren. Diese Einheitserfahrung ist so großartig. Aber sie geht vorbei und bleibt nicht. Menschen haben in der Natur noch höhere Einheitserfahrungen, nicht nur Verbindung mit anderen Menschen. Wenn du zum Beispiel auf einen hohen Berg gehst und dir dann Zeit nimmst, hinunterzuschauen ins Tal, dein Herz ganz öffnest, dann hast du dort eine Einheitserfahrung. Und diese Einheitserfahrung gibt dir große Freude. Dort kommst du noch fröhlich und beschwingt wieder runter. Oder wenn du vor dem Meer stehst und dein Herz öffnest, kommt diese Einheitserfahrung. Aber noch größer als diese Naturerfahrungen sind die mystischen Erfahrungen in der Meditation. Wenn du in der Meditation dein Bewusstsein intensiver machst und dabei dein Bewusstsein ausdehnst, verschwinden plötzlich alle Unterschiede. Du erfährst Gott, du erfährst die Einheit, du erfährst die Verbundenheit. Du magst es nachher nennen Unio Mystica, die mystische Einheit. Du magst es nennen Kaivalya, Freiheit, Freiheit von allem Begrenzenden. Du magst es nennen Erleuchtung, Erwachen, Befreiung, Erlösung, Selbstverwirklichung, Gottverwirklichung. So viele verschiedene Begriffe gibt es dafür. Die Sehnsucht des Menschen ist, diese Erfahrung der Einheit zu machen. Yoga ist ein Weg dorthin. Und auf gewisse Weise alles, was wir im Yoga machen, läuft darauf hinaus, dass wir die Einheitserfahrung machen. Und diese ist möglich und es gibt nichts Großartigeres als das. Gelegentliche Einheitserfahrungen sind nicht so schwierig. Wenn du erstmals in einen Yoga-Ashram kommst und intensiv praktizierst, zwischendurch kommen die Einheitserfahrungen. Wenn du ein Seminar Naturspiritualität und Schamanismus mitmachst, irgendwann geht dein Herz so auf, dass du dich mit allem eins fühlst. Wenn du mal in einer Gruppe im Satsang zusammen singst und Mantras wiederholst, Einheitserfahrung. Aber dauerhaft die Einheitserfahrung zu machen, in die besonders tiefe, das braucht etwas länger. Vielleicht hast du selbst schon Einheitserfahrungen gemacht? Dann berichte doch vielleicht mal in den Kommentaren darüber. Lass andere daran teilhaben. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de